Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hard Reset mit Sergeant Rumpel. Wir sind hier gerade abgestürzt. Wir haben, glaube ich, dieses Gefährt, dieses Raumschiff, dieses komische Insekt gesteuert und sind dann nochmal gerade eben so rausgekommen aus dem Ding. Jetzt befinden wir uns wieder zu Fuß, per Pedis sind wir unterwegs und werden bestimmt auch gleich wieder von irgendwelchen wahnsinnigen Robotern angefallen. Deshalb nehme ich jetzt mal auch wieder hier die Schrottplem, um uns... Ah, da ist ein Update, aber wir haben nichts. Wir können leider nichts updaten. Die Schrottplem, um zum Beispiel diesen netten Herrn, diese Roboter hier zu empfangen. Zack. Mal hier so ein bisschen Lähmungsfallen einfahren. So, ein bisschen Muni tut immer gut. Und weiter geht's in diesem dunklen Gang. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, was meine Objectives sind. Finden Sie einen Weg hinaus. Als Beschreibung dieser unglaublichen Quest steht, großartig, wirklich toll und wieder stecke ich knietief in der Scheiße. Also, wir müssen einfach nur hinausfinden aus diesem Gebäude, wo wir noch nicht mal wissen, was ist... Wer bist du denn? Aber hallo, der hat seine Kumpels auch mitgebracht. Können wir hier weiter? Ja, hier geht's weiter. Aber wir wollen uns erstmal hier umgucken, denn da liegt noch ein bisschen Geld rum. Geld ist immer gut. Warte, was steht da? Was steht da? Was steht da? Mal nochmal zu. Unauthorized Personnel Keyboard. Ich habe eine Plem. Damit bin ich autorisiert, jegliches Gebäude oder jeglichen Raum zu betreten. Euch mag ich nicht. Was stand da jetzt gerade? Huch. Das war ja cool. Die waren eingefroren, aber so mal richtig. Ohne Elektrizität. Ich hab's nicht lesen können. Dammit. Das Anschießen einer... Okay, ich glaube, das ist diese Lähmung gewesen, die jetzt da gerade passiert ist mit diesen kleinen Robotern. Das werden wir mal beobachten müssen. In der nächsten Zeit. So, dann gucken wir mal hier weiter. Gott sei Dank ist hier eine Tür, die autorisiert ist für jedermann. Was haben wir denn hier? Das sieht ja komisch aus. Ach, noch einer. Die kommt immer in Haufen. Huch, da kommen ja noch mehr. So, und nun? Haha, das ist ja geil. Die fliegen da rein. Aber hallo, hier sind so viele. Aua! Jetzt war ich so ein bisschen fasziniert von den von diesen Saugnäpfen. Da scheinen die kleinen Maschinen auf jeden Fall reinzufallen und zu sterben. Das können wir natürlich zu unserem Vorteil ausnutzen, wenn wir so ein bisschen agiler herumgesprungen werden. So, also jetzt kommt noch mal raus hier. Kommt! Hallo? Hallo? Also, geht doch. Jetzt aufpassen. Die kommen ja aus allen Löchern. Drecksviecher. Oh, oh, oh. Ich kann sie nicht sehen. Die sind so schnell. Und vor allem diese Hubschrauber sind ätzend. Keine Muni mehr. Zack, zack, zack. Da ist noch einer. Und der war auch Geschichte. Nicht du schon wieder. Nicht. Oh Mann. Oh, lecker, lecker Health. Kann hier auch fast nicht irgendwie ausweichen in diesem Raum. Zack. Da war es um ihn geschehen. Wir haben es gerade nochmal so geschafft. Jetzt wird es hier richtig dunkel, denn ich habe alle Lichter ausgemacht. So. Ich habe so schlechte Erfahrungen mit diesen Toiletten. Vor allem, wenn da Geld drin rumliegt. Oh, ich wusste es doch.
Kommt her! Oh, keine Muni mehr. Oh, nicht die. Lieber die Smart Gun. So, komm her. Zack. Einmal schön gebrutzelt, bitte. Helter Schwede. Also ja, echt aufpassen. Aber wir sind wieder vollkommen aufgeladen und können weitergehen. Allerdings will ich dann doch noch weiter die Shotgun benutzen. Anscheinend lädt sich unser Zeug auch immer nur. Was ist das denn hier? Daten ankommen. Drücken Sie P. Also, Produktionsbereich am Hornet Ferguson Trucks Motor. Die Vanadium-Reserven sind erschöpft. Was die Produktion der Wankelmotoren in Frage stellt, der Vanadium-Mangel in den Legierungen wird die Qualität der Motoren erheblich mindern, da Vanadium zum Schmelzen von Teilen erforderlich ist. Hochachtungsvoll, leitender Technik-Fuzzi Peter Schimanski. Peter Schimanski. So, Daten ankommen, PDA schließen. Was soll denn das jetzt? Jetzt plötzlich irgendwie nach Level, was weiß ich, kommt hier plötzlich mein PDA zum Einsatz. Brauche ich denn das? Eigentlich wirklich. Verstanden habe ich sowieso nichts. Irgendwie ist denn das noch wichtig? Ferguson Trax Motor. Die Vanadium-Reserven sind erschöpft. Das heißt, ich muss jetzt Vanadium finden, oder was? Das gefällt mir ja auch wieder nicht. Ich höre doch schon wieder was. Ich glaube, ich mache mal hier so ein bisschen Smart Gun Action. Sehe ich da irgendwo was? Nein. Noch sehe ich nichts. Geheimnis! Kein Geheimnis? Frechheit. Wieso kann ich hier nicht wieder raus? Oh nein! Oh. Dass man zum plötzlich dann nicht mehr raus kann, weil einem hinter einem die Tür zugeht und man nicht mehr zurückweichen kann, ist ja auch irgendwie ätzend. Na gut. Jetzt habe ich mich wieder genug aufgeregt. Jetzt nehme ich einfach die richtige Waffe und es geht los. Und zwar, welche nehmen wir denn jetzt? Ich nehme mal die, ist das die Blasterwaffe? Mörser? Ja, die Blasterwaffe nehme ich jetzt mal. So, kommt her. Zack! Als der erste. Brutzlinger. Ah, die kriegen gar nicht so viel Schaden dadurch. Und aufgeräumt. So wie es Mama gern hat. Huch. So. Immer bleibt mal schön stehen, bitte, ja? Hier so einfach. Unhöflich hier so reinzuplatzen. So. Money. Health. Und schon wieder sind wir auf einem. Also, Toiletten haben die auf jeden Fall genug auf diesem Planeten. Ich will das Ding haben! Gib das her! Oder bin ich schon voll? 240. Mehr kann ich nicht. So. Aber wir haben keine Zeit mehr. Beeilen Sie sich, bevor Sie sie finden. Was? Bevor Sie finden? Ja, wer denn? Erstaunlich. Es leben Menschen außerhalb der Stadt. Immerhin ist Ihr Rat nützlich. Sie haben sie gehört. Also los! Ja, der Rat war, bewegen Sie sich, bevor Sie sie finden. Den hätte ich mir auch selber geben können. Was ist denn jetzt hier gewesen? Ich habe jetzt hier was angemacht. Hier anscheinend kann ich nichts mehr machen. Jetzt geht's hier wieder auf. Gehen wir ganz zurück. Anscheinend. Hilfe! Na toll. Hier geht's nicht weiter. Nicht. Was ist denn damit? Achso, da sind die kleinen Roboter rausgekommen. Ich weiß gerade nicht, wo wir lang müssen. Ach, vielleicht gehen wir einfach mal hier lang.
Haha. So, hübsch gemacht hier mit den Ketten. Sieht gut aus. Alter Schwede, wie so ein Transportband von irgendeiner Metzgerei oder so. Da waren wir vorhin mal oben drin. Ob mir das hier gefällt. Da kommt bestimmt gleich wieder irgendwas Großes auf mich zu. Was soll ich denn jetzt für eine Waffe nehmen? Sagt mir doch mal, Jungs. Die Smart Gun, dann sehe ich wenigstens Gegner. Wir empfangen kein Signal mehr. Entweder sind wir zu tief oder jemand stört das Signal. Vielleicht können wir die Verbindung von einer anderen Position aus wiederherstellen. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Alter Schwede. Ja, cool. Das sieht echt schon geil aus. Irgendwie ist das so eine riesige Müllhalde oder so. Und hier wachsen allmählich schon irgendwelche Efeu-Pflanzen an diesen Überresten empor. Schon geil. Sieht cool aus. Endlich mal was anderes. Wir sind jetzt ja so lange in diesen düsteren Städten herumgelaufen. Da sieht das hier mal richtig hübsch aus. Oh oh. Zack. 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 Komm, die andere. Machen die eigentlich irgendwas? Also irgendwie scheinen die schon... Oh, die fliegen weit, die Dinger. Komm. Schieß mal da richtig. Mach die mal weg. Er hat nur noch einen Arm anscheinend. Aber so richtig viel Schaden macht die Smart Gun ja nicht. Ich meine, die ist ja auch wirklich, wäre ja unfair, wenn man jetzt irgendwie alles hier wegmachen könnte. Alter, da passiert überhaupt nichts. Ich nehme jetzt mal ganz kurz die Railgun. So. Ich muss erstmal kurz warten, bis hier sich meine Energie wieder aufgebaut hat. Das warte ich jetzt mal ganz kurz, weil das möchte ich dann doch, sonst sterbe ich gleich wieder. Ich kenne das. So, 50. Habe ich da jetzt jemanden getroffen? Ah, den habe ich getroffen, auf jeden Fall. Das sah gut aus. Aber so richtig Schaden mache ich den irgendwie nicht. Vielleicht muss ich die dann doch mit... Sollen wir es wagen? Was haben wir denn noch hier? Ich habe zwar Lenkraketen, aber Lenkraketen sind natürlich gegen die Dinger auch echt unangenehm. Oje, oje. Zack. Oh, das funktioniert dann doch etwas besser. Hier, mach den. Ja. Nochmal. Bam. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Nur, dass es mir auch nicht so gut geht. Zack. Und den auch nochmal. Lenkraketen waren mit rechter Maustaste. Also, wir sehen, die Waffen haben tatsächlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Gegner. Die Raketen haben echt hier so richtig aufgeräumt, während hingegen die Energiewaffen hier nicht so gut waren. Jetzt sind wir wieder schön ausgestattet. Aber wie geil das hier mal aussieht, ich muss das gerade mal so ein bisschen feiern. Ein echt gutes Level-Design. Ich meine, das Spiel hat seine Stärken und Schwächen. Rums! Komm, nochmal. Und jetzt nehme ich aber die Shotgun. Bevor ihr mir hier wieder... Oh, Vorsicht! Nein. Nicht, dass ich hier selbst explodiere! Bisschen schwieriger jetzt zu unterscheiden, die Gegner vom Untergrund, muss ich sagen. Aber trotzdem, ich feiere das hier gerade. Sieht echt geil aus. Wir sammeln mal alles... Oh, nicht du! Was bist du denn für einer? Ah! Alter Schwede. Ab
ab zum Raketenwerfer. Noch einen. Komm. Aber hier kann man sich wenigstens mal ein bisschen verstecken. Das ist ganz gut. Zack. Und da war es auch um ihn geschehen. Immer schön die Deckung ausnutzen. Dann geht das auch gut hier. So, jetzt nochmal umgucken. Was hat er denn hier oben? Hat er noch irgendwas frei gemacht? Mal gucken, wie es hier aussieht. Ein Kühlschrank. Nein, ein Dixi-Klo. Sehr gut. Gefällt. Oh, hier haben wir irgendwas. Aber das ist nicht aktiv. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie mal anschalten oder so. Ich habe allerdings inzwischen echt die Orientierung verloren. Wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Da kommen wieder Gegner. Uah, nochmal so ein Picker. Und daneben habe ich geschossen, aber so richtig. Oh, und das sind zwei. Das ist nicht nur einer. Das sind zwei. Die machen wir wohl nochmal fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir mal schön einen Zack. Guckt euch das an. Die sind echt von hinten wesentlich, wie soll ich sagen, empfindlicher als von vorne. So, das ging noch gut hier. Und ich würde sagen, hier nehmen wir noch mal ein bisschen Muni auf und wir sehen uns gleich wieder, oder morgen wieder, in der nächsten Folge von Let's Play Hard Reset mit Sergeant Rumpel. Bis dahin, tschüss. Hier zockt Sergeant Rumpel. Und bitte, stehen Sie bequem.